und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Andoi. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, die Frau So. Booty fahren. Ja. Okay. Wir fahren zurück zu dem. Was ist das für Auftrag? Basis Armadillo zum Kommandant. Ja, bei uns ist es eine neue Aufnahmesession. Wir haben uns das letzte Mal die Basis zwar noch kurz angeschaut, aber nichts mehr fertig gemacht. Oder nicht mehr begonnen, richtig. Dann reisen wir da jetzt noch kurz hin, das letzte Stück. Wir dachten, es wäre mal interessant, so diese Bootsfahrt. Mhm. Wir haben das Fortbewegungsmittel. Ja, wir werden dann kurz unterhalb. Nach der nächsten Biegung sollten wir, glaube ich, Halt machen. Mhm. Dann sind wir schon. Soll ich dich östlich, nördlich vom, ja, wenn da von dem Gelände rauslassen und ich fahre dann retour, oder? Ja, das könnte man machen. Und auf beiden Seiten unterwegs. Ich werde mal im Vorbeifahren. Da steht, glaube ich, jemand. Das ist nicht toll. Zeigt es mir ein Signal an. Mhm. Ja, das scheint im Gebäude zu sein. Okay, dann fahren wir. Probier was. Vielleicht bewegt es sich auch an Landfahrt. So, dann lassen wir da die Tiber raus. Genau. So, und wir fahren retour auf die andere Seite von Lager. Ich werde schon mal anfangen zum Aussprechen. Jawohl. Stellen wir da Rußboot ab. Der Scharfschütze ist am südlichsten Turm, also Landesinnere. Okay, im offenen. Genau. Oh nein, da muss noch ein Turm sein. Also dann der bei mir, da. Okay. Auf meiner Seite. Da. Ich sehe die Seite. Hier beim Hafengelände, glaube ich, einen. Der Baum ist immer ein bisschen im Weg. Am offenen ist auch ein Scharfschütze. Das sind mehr Scharfschützen. Okay, mehr sehe ich leider nicht. Ich habe da im Lager. Okay, na dann bringe ich mich mal in Position. Den erwische ich. Ja, ich sehe leider nur drei. Ist halt die Frage. Ob ich näher gehen soll, weil es wird ja dann wahrscheinlich am. Durch das Tor rein, gell? Ja, ich glaube bei dem Hügel, ne? Mhm. Na, ich geh schon rauf. Das wäre doch auch ein Tier, ja.
dass man nicht braucht. Besser? Nicht viel besser? Was ist los? Passt schon. Ich hab nur die Wache erledigt, was da in der Lagerhalle herinnen ist. Ah, okay. Gerade Katz- und Maus-Spielchen betrieben mit dem. Oh. Sind mal da, Waffenkiste. Ich hoffe, der geht niemanden ab. So, ich bin oben am Dach. Okay. Siehst du am Stahlturm den einen? Ich sehe den einen schön, der was heraus ist in der Wachhütte. So. Und den Scharfschützen am Turm auf den Betonturm. Den herüben habe ich jetzt, den Scharfschützen. Okay. Zwei sind es, ja. Und im offenen auch drei Scharfschützen sind es diesmal. Okay. So. Dann, ich werde da nochmal runter, von der Stelle, wo ich jetzt drauf sitze. Ich markiere mal die Scharfschützen. Und setze mich mal auf die Kiste da. Auf alle drei Scharfschützen. Da müsste er da sein. Okay. Da ist einer. Na, da ist ja einiges. Im E-Häuschen sollte auch einer sein, oder? Ich sehe beim Tor, den habe ich jetzt doch. Okay. Und jetzt sehe ich nur den bei mir da in dem Eck, den sehe ich nicht. Da leuchtet es noch. Ich sehe gerade gar keinen. Die Position ist scheiße, Entschuldigung. Ja, dann außer den zwei. Du kannst den noch hin, dann na, ich wüsste nicht wohin. Ja, jetzt tagsüber auf deine Seite könnte ich. Tagsüber wechseln. Werden wir sowieso nicht starten. Auf deine Seite könnte ich wechseln. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Na, ich würde von dir aus da den Hang rauf ein Stück. Na, dann das ist zu weit. Du bist zu weit weg. Gut, aber du kannst, sobald die Türme dann weg sind, kannst du ja reingehen seitlich. Kann ich reingehen, ich sag ja. Das an, wo in der Nähe welche sind, weil ich sehe da das Lager eigentlich relativ schön. Dann werde ich dann durch das Wasser und beim... zu mir kommt schon wieder einer. Gott sei Dank habe ich den noch gesehen. Okay. Die gehe von der Kiste runter. Der kommt, glaube ich, schon wieder rein. Ja, ja. Was haben die Typen mit dem Lagerraum da? Der ist magnetisch. Jetzt sehen wir. Ah, der geht aber glaube ich vorbei. Und trotzdem glaube ich, können wir den nicht brauchen da unten, oder? Mhm, der kommt aus dem Hinterhalt. Ich werde mal runter und werde den einer weg. Putzen. Sniper noch. Jede Menge Kisten auf alle Fälle, also wenn wir das befriedet haben, da absolut ohne Ende. In jedem Stockwerk und so, ich bin fast unten. Okay.
Naja, hoffentlich wird's bald. So, ich bin hinter ihm. Ist er weg? Jo. Sehr gut. Ich hoffe, jetzt ist er ruhig da. Kann man die eigentlich irgendwie wegräumen? Na, die despawnen, oder? Ja, ich hoffe. Nach kurzer Zeit, weil die Leiche liegt da jetzt direkt hier. Also wenn du noch so einzelne hast, die nicht fehlen würden, wäre das mit Sicherheit eine Erleichterung. Wir haben da nur einige Flecken angezeigt, aber die sind ja alle im Inneren, ne, gell? So, ich bin wieder oben, also geh wieder rauf. Ja, na dann warten wir mal die Nacht ab. Ich beobachte meine Pappenheimer. Ah, jetzt habe ich wieder einen. Was, einen Alleingänger? Also. So, jetzt fehlt nur noch einer. Der müsste... Was ist das da? Ah, das ist dieses Eckhäuschen. Da sitzt da einer drinnen. Okay. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, wir warten hier jetzt und genau, es geht weiter, sobald dann die Nacht hereinbricht. Okay, bis gleich. Hallihallo, da sind wir wieder. Wir haben abgewartet und es ist Nacht geworden. Anduin in seinem Versteck, ich mit Sonnenbrand am Rücken. Ja, so ist es bei den Snipern. Ich sehe den Einser, den Markierten, und ich sehe den Zweier. Der Rest sitzt beim Abendessen. Schaut zumindest so aus. Zweier würde ich sehr gut sehen, der bewegt sich zwar gerade. Ja, der Einser auch. Der Einser war im Haus, ist jetzt draußen. Und der war bei mir herum, der Einser. Einser wird von mir aus jetzt passen. Na, ich sehe nur in Zweier. Der könnte einen Kopfschuss abbekommen. Okay. Dann starten wir mit Zweier. Achtung, er bewegt sich. Du sagst dann, wenn es schießen ist. Okay, ja, wir schießen simultan immer beide auf dem gleichen. Okay, geht's? Ja. 3, 2, 1. Ist er? Okay, ich warte, bis ich den Einser sehe. Mhm, den würde ich momentan sehr gut sehen. Der nicht markierte befindet sich derzeit im Haus. Okay, jetzt sehe ich den Einser wieder. Sehr gut. Du sagst wieder an. 3, 2, 1. Okay, auf den dritten Scharfschützen bis den hast nur du Sicht. Ich mach mich auf den Weg rüber zu, gell? Warte mal. Puh. Er hat sich gerade angefangen ins Bewegen. Puh. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Julio und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Okay. So, ich sehe, außerhalb vom Lager sehe ich nichts dort auf deiner Seite. Okay, also das dann musst du ich unten checken. Durch den Turm rein. Beim Turm rein. Ja. In der Nähe vom Turm ist aus meiner Sicht niemand. Hat die Schalter mir aus Fernglas und ja, da sehe ich ein bisschen. Und die Nachtsicht schalte ich ein. Nachtsicht an, ja. Nachtschicht, ja. Wir machen Nachtschicht. Ja, von meiner Seite aus wird's gehen, da wäre alles frei. Okay, dann leite Was mich. Ist jetzt? Was soll sein? Ich kann da nicht sagen, was er gerade gemacht hat, aber ich stehe jetzt hier draußen. Okay. Bleib stehen. Ja. Ich gebe dir keine Deckung momentan. Der hat mich dorthin geschmissen, wo du begonnen hast gerade. Oh, sehr interessant. Ich könnte Rebellen freilassen, aber das würde ich gerade nicht tun. Die machen sonst Aufstand. Ja. Ich muss jetzt einmal... Hast du gesehen, dass die schlafen gehen oder irgendwas? Kackscheinwerfer. Ja, das muss ich gerade da sparen, die Nachtsicht.
oder nicht vom Krieg. So. Bin gerade an der Ecke des Lagers. Okay. Schau, dass ich wieder in das Hafengebiet rüberkomme. Ja. Ah, ich seh die drüben schon. Oder ihr nicht? Ja, da stehen mehrere auf dem Fleck, da würde ich ein, zwei vielleicht mit dir gleichzeitig. Ja. Dass ich den einen oder anderen snipert und du halt auch. Da sind aber Zivilisten auch dabei, oder? Da sind Zivilisten auch, aber du musst ja eh die Markierungen sehen. Ja, die stehen aber relativ knapp. Ich sag das schon. Dann werde ich zur nächsten. Hausecke mal schlurfen. So, ich bin wieder oben. Okay, ich werde mal darüber schlurfen, Richtung Helikopter, oder? Jupp. Kannst du. Es sind genug Zivilisten. Ah, schwierig. Einen Unidad habe ich im Visier, in Einser. Den habe ich im Visier. Mhm, dann nehme ich einen Zweier. Dahinter ist dann gleich noch ein Dritter. Dadurch, dass ich hocke, ist es sehr ungenau. Dann liegt es. Verändert ja. Die Position. Du kannst ja da auf den Asphalt schmeißen, im Helikopter. Ja. Ja, besser. Ich hab den Einser. Mhm. Du sagst wieder an. 3, 2, 1. Den dritten. Sehr gut. So, da war jetzt irgendwo ist der Wache herumgelaufen. Irgendwo in. Nicht bei dir, eher da bei mir auf der Seite. Okay. Ich glaube, der bewegt sich da gerade zwischen den Zelten.